Grüß dich. Ja, meine Freude ist riesengroß. Bei diesem Video erfährst du jetzt einer der wesentlichen Dinge, die du machen kannst, wenn es darum geht, dass du gesund bleibst oder wieder gesund wirst und dass du dein Jungbrunnenhormon aktivierst. Ja, es ist das Basenbad. Ja, das Basenbad hat ja ganz eine alte Geschichte und die Kelten, die ja hier in Europa gelebt haben, haben diese Basenbäder, sage ich mal, ganz intensiv gemacht. Ja, und von dort kommen ja auch diese Badeanstalten. Wir gehen ja auch auf Kur und auf 3 Wochen, sage ich mal, ist das meistens anberaumt. Und dadurch sind auch die Orte entstanden, Bad Gleichenberg, Bad Radkersburg oder Bad Ischl. Ja, was hat man damals gemacht? Was haben die Kelten gemacht? Die sind wirklich auch auf Kur gegangen, also, und die haben Basenbäder gemacht. 3 Wochen durch, mit einem riesengroßen Unterschied zu heute. Jeder hat eine separate Badewanne gehabt. Also der ist in der Badewanne drinnen gelegen und da hat es dann die Bademeister gegeben für jeden und der hat genau kontrolliert, dass das Wasser, dass die Wassertemperatur passt und dass der pH-Wert vom Wasser passt. Ja, es ist ja sehr, sehr wichtig, dass, sage ich mal, wir können ja nur überleben, wenn unser Blut genau den pH-Wert von 7,4 hat. Und der Körper ist ständig in der Regulierung, wenn wir, sage ich mal, so wie es vielleicht in den letzten Wochen war, wir haben den Fasching gefeiert, wir haben ein bisschen mehr gegessen, ein bisschen mehr Alkohol getrunken und das ist ja alles säurebildend. Und man weiß ja aus der Medizin, dass einer der Hauptgründe, warum wir erkranken, einfach diese Entzündungen in unserem Körper sind, dass wir einfach übersäuert sind. Ja, und der Körper muss permanent regulieren, damit das Blut einen pH-Wert hat von 7,4. Und das ist ja auch der Grund, wenn wir älter werden, dass wir, sage ich mal, Hüftbeschwerden bekommen, Gelenksbeschwerden, Knieprobleme bekommen, weil der Körper vor allem aus den Knochen diese Substanz rausholt, damit immer einen pH-Wert von 7,4 unser Blut hat. Ja, und jetzt, wie kannst du das unterstützen, wenn wir zu viel gegessen haben oder unser Körper zu sauer ist? Ja, und da ist der größte Hebel, sage ich mal, das Basenbad. Also meine Empfehlung ist immer wieder, wenn du eine Badewanne hast, gönn dir immer wieder ein Bad und zwar ein Solebad. Ja, und wie funktioniert das? Du brauchst für eine Badewanne 3 Sechzehntel Badesalz. Und ich mache das immer so, damit ich länger in der Badewanne bleiben kann, dass ich zuerst die Badewanne mit 1/3 Wasser fülle und dann verwende ich nur 1/16, also halbes Achtel Glasl voll, mit Badesalz. Und das gebe ich rein. Die ideale Temperatur, also hör, spür in deinen Körper rein, nicht zu heiß am Anfang, wenn du das noch nicht gewohnt bist. Und dann bist du halt in der Badewanne. Und dann beginnt im Grunde genommen ein künstliches Fieber wird da eingeleitet. Also du wirst merken, du fängst nach einer gewissen Zeit zum Schwitzen an. Und wenn das Wasser abkühlt, dann gib wieder heißes Wasser dazu, sage ich mal wieder 1/3 und dann gib wieder 1/3 Badesalz hinein. Ja, und dann kannst du dort entspannen in der Badewanne und wie gesagt, das setzt dann künstliches Fieber ein und es ist sehr, sehr heilsam, weil dort werden die Säuren, sage ich mal, verbrannt. Ja, und ich mache diese Badekuren sehr intensiv, sehr lange, wenn der eine oder andere, sage ich mal, länger in der Badewanne bleiben möchte. Ich sage mal, so eine halbe, dreiviertel Stunde ist sehr, sehr wichtig. Und wenn ich länger in der Badewanne bin, also bis zu 2, 3 Stunden, dann mache ich es immer so, dass ich dann meine Füße aus der Badewanne rausgebe und dann mit dem Kopf untertauche. Also so weit untertauche, dass die Nasenlöcher frei bleiben, damit ich einatmen und ausatmen kann. Und dann kannst du mit deinem Atem zum Spielen anfangen. Du fällst dann in einen meditativen Zustand und du kannst dann ganz bewusst einatmen. Du hörst dann auch deinen Puls schlagen. Ja, und du immer wieder, wenn du einatmest, wirst du merken, dass sich dein Körper hinauf bewegt. Wenn du ausatmest, geht der Körper wieder ein bisschen runter. Ja, und da hört man nicht nur, ja, da hört man wirklich sein Herz schlagen und das ist eine ganz angenehme
ein ganz angenehmes Gefühl für deinen Körper und für dich. Ja, das ist, sage ich mal, mein spezieller Tipp. Wie gesagt, die Kelten haben das ja früher sehr intensiv gemacht. Von dort kommen ja auch diese Badekuren, wie wir das ja heute noch sehr häufig hören. Wir fahren in eine Badeanstalt oder auf eine Kur. Meistens dauert die 3 Wochen. Und die Kelten haben früher das auch gemacht. Die haben wirklich auch 3 Wochen durchgebadet. Ja. Aber jeder in einer separaten Badewanne. Und da hat es auch Bademeister gegeben, die genau auf die Temperatur vom Wasser geachtet haben. Und auch, was ich vorhin schon beschrieben habe, dass der pH-Wert vom Wasser wirklich auch 7,4 hat. Ja, und die sind dann den ganzen Tag in der Badewanne gewesen. Es wurde sogar Essen und Trinken gereicht und die haben wirklich 3 Wochen durchgebadet. Ja, und man sagt, aus Überlieferungen, die sind dann wirklich zurückgekommen, um Jahre verjüngt. Ja. Und das muss man sich mal vorstellen, 3 Wochen durchbaden. Und da kommt, sage ich mal, so eine Wirkung auf unserem Körper, auch aus Überlieferungen sagt man, wenn man 3 Wochen jetzt durchbaden würde, so viel basisch könnte man nicht einmal über Jahre oder über Jahrzehnte an basische Ernährung an uns zuführen, was eine Wirkung von so einem Basenbad oder eine längere Zeit von einem Basenbad. Ja, ich glaube oder ich bin überzeugt oder ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das schlechthin der Jungbrunnen ist für deine Vitalität und was noch dazu kommt, wenn du intensive Bäder machst, auch aus Überlieferungen sagt man, dass das auch bewusstseinserweiternd ist. Ja, und auch aus Überlieferungen weiß man, hat man gehört, dass sogar Basenbäder damals verboten wurden. Ja, und jeder kann für sich schon denken, warum, weil höchstwahrscheinlich gewisse Institutionen es nicht möchten, dass wir unser Bewusstsein erweitern, dass wir unser Potenzial erhöhen. Ja, das ist so mein Beitrag für heute, für den Aschermittwoch. Wenn du weitere Fragen hast, nimm gerne mit mir Kontakt auf. Meine E-Mail-Adresse ist franz.hirschmann@kraftindir.com oder greif einfach zum Telefonhörer +43 664 14 33 020. Ja, ich danke dir recht herzlich, dass du mir so lange zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr für einen Daumen nach oben. Und vielleicht hat es dir so gut gefallen, dass du dieses Video sogar mit deinen Freunden teilst. Ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Fastenzeit, entgifte und wie gesagt, das ist das Wertvollste, wenn es darum geht, dein Jungbrunnenhormon zu aktivieren und ein Beitrag, ja, höchstwahrscheinlich das Wertvollste für deine Gesundheit. Danke und ich wünsche dir alles Liebe. Servus.